Am Montag, den 9.10. um 15 Uhr gibt es mein 22. Schreibtagebuch. Mann, oh Mann, ist meine Lektüre schnell. Schon ist die Überarbeitung zurück. Und um 20 Uhr zeige ich euch im 8. Weekly Reading, welche Bücher mich die letzte Woche begleiten durften. Ich habe es nicht runtergeladen, weil ich ja auch davon ausgegangen bin, ich lese das hier heute noch nicht zu Ende. Am Dienstag, den 10.10. um 15 Uhr gibt es meinen Lesemonat Juli 2017 für euch. Sie findet ein Tagebuch und hat nichts Besseres zu tun, als das gleich zu lesen? Erfahrt am Mittwoch, den 11.10.2017 um 15 Uhr, was es eigentlich mit Bookcrossing auf sich hat. Man kann sie in der ganzen Welt überall finden. Dazu komme ich gleich noch. Am gleichen Tag um 20 Uhr gibt es auf meinem Blog die Rezension Zu verstecken gilt nicht von Melina Reuer. Am Donnerstag, den 12.10. geht meine Regaltour 2017 in die nächste Runde und zwar diesmal mit den sonstigen Romanen. Eins von drei Büchern, die schon super lange, also über 10 Jahre auf meinem Sub sind. Seht am Freitag, den 13.10. um 15 Uhr wieder 10 Bücher von meinem Sub, diesmal mit dem Buchstaben H. Es gibt ja 10 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und die möchte ich. Am Samstag, den 14.10. um 15 Uhr habe ich die Rezension Zur Liebe zwischen den Zeilen für euch. Denn dieses Buch ist ein absolut komplett besonderes Buch. Es ist was ganz. Am Sonntag, den 15.10. um 15 Uhr geht die Videoreihe Weiterlesen, ja oder nein, endlich in die zweite Runde. Ich zeige euch die Bücher erstmal, worum es überhaupt geht.